Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie wir unser Smartphone, Android-Smartphone, auf dem PC oder Laptop spiegeln können, beziehungsweise komplett steuern. Ja, alles, was wir dafür brauchen, ist einfach dieses kleine Programm hier, kleine Programm My Phone Explorer, die aktuelle Version hier 1.8.7. Ich habe das jetzt schon installiert, ja, das geht recht schnell. Sieht dann so aus nach der Installation auf dem PC oder Laptop. Ich starte das jetzt einfach mal. Und genau, das ist jetzt hier beispielsweise schon mein Kalender, ja, vom Smartphone. Hier haben wir natürlich ja, jede Menge Optionen halt. Wir können synchronisieren, SMS, Dateien suchen. Und so weiter, Kontakte. Ja, das wollte ich euch aber nicht zeigen jetzt, sondern hier die unter Extras, Handy steuern und Bildschirm spiegeln. Ja, die Option wollte ich euch zeigen. Wenn wir das jetzt hier auswählen, einmal draufklicken und schon haben wir unsere, ja, komplett die Oberfläche hier von unserem Android-Smartphone. Ja, sieht so aus. Das ist jetzt, ich musste mich jetzt mal ganz kurz hier anmelden. Mit dem richtigen PIN natürlich. Genau, und dann schon sieht es hier so aus und sind auf der Oberfläche hier vom Smartphone. Genau, was wir hier noch natürlich machen müssen vorher auf dem Smartphone ist, hier und den Client hier von dem My Phone Explorer installieren. Das können wir dann eben über den Play Store hier. Und wenn wir jetzt hier nach My Phone Explorer Client, genau, das ist das hier. Das muss noch installiert werden. Irgendwie funktioniert die Maus noch nicht so richtig hier. Genau, das muss installiert werden und danach, ganz wichtig, damit das funktioniert, müssen wir noch eine kleine Einstellung hier vornehmen bzw. ändern und zwar unter Einstellungen. Hier ganz unten haben wir einmal die Entwickleroptionen hier. Ja, und hier müssen wir genau hier dieses USB-Debugging. Das muss hier aktiviert werden an der Stelle. Das ist wichtig. Ist standardmäßig deaktiviert. Beziehungsweise, wenn wir jetzt hier, wenn ihr hier diese Option hier nicht habt, hier nicht aufgelistet wird, wenn das fällt, diese Entwickleroptionen, das muss auch aktiviert werden vorher, falls noch nicht. Und zwar könnt ihr das hier unter Geräteinformationen dann eben hier reingehen und hier irgendwo gibt es genau hier Software-Info dann wieder und dann hier Bildnummer hier einfach doppelklicken beziehungsweise einfach auf eurem Smartphone auf dem Display kurz doppelt zwei dreimal hintereinander kurz und schnell antippen und dann bei mir kommt jetzt hier die Meldung, dass es schon aktiviert ist. Bei euch, falls noch nicht, wird dann ja eine Bestätigung kommen, dass es aktiviert wurde. Und dann gehe ich nochmal zurück hier, eben hier, wie gesagt, den USB-Debug-Modus hier, Debugging. Das muss auch nochmal aktiviert werden. Und ja, das war es eigentlich auch schon alles. Und wenn wir das alles gemacht haben, können wir uns hier auf dem Laptop oder PC mit der Maus, wenn man das so hält und her schiebt, doch, das geht auch. Man muss vielleicht ein bisschen üben. Ja, und können wir hier alles machen, die Tastatur benutzen, um zu schreiben. Das ist vielleicht bequemer. Ja. Und zum Beispiel für SMS schreiben oder ja, das war es eigentlich auch schon alles von mir aus hier. Ich hoffe, ich konnte euch damit irgendwie ein
weiterhelfen, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt. Einfach, das wollte ich jetzt gar nicht, einfach ein ja, Kommentar hinterlassen. Ich freue mich über ein Like oder Abo, freue ich mich natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Wir scannen hier nochmal ein paar. Genau. Jawohl. Fenster. Und hier haben wir nochmal hier Windows Subsystem für Linux. Aktuell noch in ja, Beta-Version. Hier müssen wir dann natürlich den Haken davor setzen. Ja, und dann mit OK bestätigen. Das dauert dann ein paar Sekunden, bis es aktiviert ist. Wir müssen dann den Rechner einmal, also Windows einmal.